Es dauert noch ein bisschen. Dim, bi, dim, bing. So, die brauchen da immer noch ein bisschen. Ich gehe trotzdem gleich mal gucken. So. Wenn die Kollision für Autos einbauen bei den Kartons, dann sind wir geliefert. Ich glaube, dann bricht hier die Performance komplett ein. Dann ist vorbei. So. Wird ein bisschen voller hier langsam, ne? Oh, okay. Aber wir kriegen das weg. Wir kriegen das noch weg. Dann ist die Hässlichkeit dieser Erde hier verschwunden. Machst du auch in echt so? Ja, klar. Alles, was ich im Spiel mache, mache ich 1:1 im richtigen Leben auch. Ja. So. So. Wird es überhaupt weniger? Ja, klar. Seid mal nicht so pessimistisch. Das sieht man schon. So. Deshalb leben auch viel weniger Katzen in der Umgebung. Also ich kenne keine mehr. So. Flupp. Ist immer noch nicht fertig. So, reicht erstmal wieder. Ich geh mal wieder rüber. La 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 la. So Leute, wie sieht's hier aus? Susu, drauf da. Ha, wir brauchen einmal Asmon und einmal Susu. Einmal Asmon, einmal Susu. Wo haben wir denn? Markt. Produkte. Ich wollte gerade nach Asmon suchen. Susu. Einmal die Honey Pops und zweimal Crispy. Einmal Honey, zweimal Crispy. Einmal Honey. Und dann Crispy zweimal. So. Und dann noch einmal den roten Kaffee. Roter Kaffee, so. Zweimal Nudeln und zweimal rotes Mehl. Zweimal Nudeln. Pop. Und dann noch Mehl. Zweimal rot. Na klar, rein da. Hier, so. Plopp. Rotes Mehl. Hier. Hä? Da. Ba ba da ba da ba ba. Schnubi di ba. Schnubi dumm. So, die sind wirklich fertig jetzt. Krass, gutes Timing. Noch einmal Susu. Dann noch einmal, der Reiniger war hier. So, Nudeln waren hier. Einmal Nudeln. Crispy Schmispy war da oben. Nochmal Crispy Schmispy da. Roten Kaffee hatten wir auch noch, ne? Einmal Nudeln da. Ach so, das war ja nicht nur einmal Kaffee, das war direkt dreimal Kaffee. Ha. Noch dreimal roten Kaffee, bitte. Dreimal roten Kaffee, bitte. Dreimal roten Kaffee, der gute. Au, oh, meine Achsel juckt. Ha. Da kneift mich was. So. Dreimal noch und dreimal der gute Kuchen. Dreimal, das ist nicht der Papa, der ist der andere Kuchen, ne? Dreimal Kuchen. Der ging aber gut weg. Huch. Maria, dankeschön. Einen wunderschönen, entspannten, guten Abend wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Vorbeitorkeln. Ja, ich, warte mal, wir brauchen noch... Nee, Kaffee haben wir jetzt, ne? Hallo, wir spielen gerade actiongeladene Spiele. Voller Elan. Was brauchen wir denn noch alles? Oh, wir brauchen noch zweimal... Der Scanner wäre einfacher. Ja, aber das ist eine Mod. Miss Mystic. Der Scanner ist eine Mod, die ich nicht installiert habe. Weißt du, was auch einfacher wäre? Ein Geldsheet. Und dann kaufe ich einfach alles und hätte alles. Wäre auch einfacher. Einfacher heißt nicht mehr besser, obwohl ich den Scanner wirklich gerne hätte. So. Warte.
Da nehmen wir noch Macaroni. So. Das war's hier, ne? Oh Gott, wir brauchen viermal Spaghetti. Wir brauchen... Okay, ich kann nur einmal... Warte, ich mach nur einmal Spaghetti und dann kaufe ich. So. Die Scanner-Mod habe ich bereits als Browser-Tab offen. Ich habe die aber noch nicht installiert. Hab sie schon erspäht, noch nicht installiert. Und ich will auch eine Mod haben, wo ich mehr als 10 Sachen bestellen kann auf einmal. Und eventuell die nicht sofort auseinanderfallen. Natürlich. Räume sofort wieder ein, na klar. Roter Kaffee. Du brauchst keinen Cheat, es gibt einen Exploit für unnötig Geld. Ja, den will ich aber nicht wissen. Vor allem will ich ihn nicht machen. Da hat man doch, ich meine, oder? Betrügt man sich da am Ende nicht einfach nur selbst? Oder? So, flupp. Küchlein. Und hier. Nochmal Küchlein. So. Okay. Du brauchst eine Mod, wo man die Pakete auf der Straße einfach anzünden kann. Aber es muss ein Osterfeuer geben dann. Dreimal Spaghettios. Dreimal Spaghettios. So, warte. Ha. Hähnchen wieder, ne? Ne, Hähnchen gar nicht mal. Ein Hähnchen und drei Kartoffeln. Ein Hähnchen. Hähnchen nicht. Ja, okay. Ein Hähnchen, dreimal Kartoffeln. Kartoffeln gehen diesmal gut weg. So. Schicknick, kannst du mir kurz erklären, was du damit meinst? Nur mal so aus Neugier. Warte. Bin gerade verwundert, weil ich es nicht verstanden habe. Ich will es auch gar nicht vorlesen. Wir brauchen viermal Käse. Viermal Käse. So. Oh, ist noch schon voll. Wir haben nur dreimal Käse. Okay, los geht's. Nein. Kartoffeln. So. Dann hier nochmal. Und nochmal Hähnchen. So. Es gibt eine Mod, wo man wählen kann, ob der Lieferant direkt ins Lager einräumt. Ha. So. Weißt du, bei jedem anderen Game immer? Der Gronk spielt mit Mods. Der Gronk spielt mit Mods. Hier spiele ich einmal nicht mit Mods. Warum spielst du nicht mit Mods, Gronk? Jedes Mal das gleiche mit euch. Jedes einzelne Mal. So. Okay. Dann Käse. Käse. So. Halt, das war kein Käse. Hier ist Käse. Einmal Toast bräuchten wir noch. Einmal Toast, einmal Billo-Cola. Einmal Toast, einmal Billo-Cola. Toast. Billo-Cola. So. Den Rest können wir noch lassen, das ist alles gut. Eier. Drei von den großen Eiern. Wir brauchen drei von den großen Eiern. So. Da haben wir alles, ne? Okay, Butter. Kann ich noch ein bisschen warten. Rest ist eigentlich easy. Ich würde jetzt nur noch die Plätze hier voll machen. Fünf Sachen können wir noch bestellen. Pablo, Schokolade. Pablo, Schokolade. Pablo, hier. Und Schokolade, hier. Und ansonsten... Einmal gelb und grün. Einmal gelb, einmal grün. Einmal gelb, einmal grün. Einmal gelb. Die verkaufen sich nicht mehr so gut, ne? Wieso alter Scheiß? Ja, und die letzten Käse können wir auch noch machen. Ist doch schon im Korb? Nee, ne? Nee. Nehmen wir noch einmal Käse. Let's go. So.
Bob. So. Da kommt nichts mehr bei den Kollegen, ne? So. Das waren nicht die richtigen Eier, ne? Der scheint direkt wieder ein Volk zu sein. Okay. Oh, mach ich mir die Mühe nicht. So. Okay. Wupp. So. Easy. Ich habe aber nicht mal verstanden, was er wollte, wenn ich ehrlich bin. Ich ahne, worauf er hinaus wollte. Aber die Formulierung war so weird, dass ich es einfach nicht verstanden habe. So, okay. Halt. Pablo. Jetzt beschäftige ich mich aber gerade mehr, welche Eier wir da, welche Eier noch fehlen. Ich glaube auch, dass es Ragebait war, glaube ich auch. Aber halt nicht mal guter, weil keiner versteht's. So, wir brauchen, das waren die falschen Eier, die ich einsortiert habe, ne? Die hier sind's. Von denen brauche ich... Brauche ich von denen auch 6? Brauche ich von denen 6 Stück? Oder zweimal oder zweimal oder 6 Stück? Ich weiß es gerade gar nicht. Monkey, dankeschön, lieber Monkey, dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Nur 2. Okay, easy. Dann... Ich kann mir die ganzen Kartongrößen nicht merken. Wäre schön, wenn hier irgendwie was dabei wäre, was, ne? Aber gut. Oh. Dann haben wir die auch nochmal. Wasser ist leer. Leute trinken gerne Wasser, offenbar. Die Eier haben wir dann. Okay, dann würde ich halt nochmal der Käse und die beiden Käses. Ah, nee, es ist Joghurt. Okay. Ups. Joghurt und Käse. Nee. Mozzarella und Parmesan. So. Einen können wir noch. Nüsse fehlen noch. Ja, Nüsse können wir auch noch ein Pack holen. Oder Honig, ja. Ich hole eine Nuss. So, Erdnussbutter. Wupp. 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 Bist du Mozzarella-Fan? Also Fan weiß ich nicht. Ich mag gerne Mozzarella. Ich esse auch gerne Mozzarella. Vor allen Dingen so mit Tomaten, ein bisschen Salz oder so. Oder generell auch ohne Tomaten. Auf Toast mit ein bisschen Salz und Butter oder so. Klar, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, Mozzarella, Ich reibe meinen ganzen Körper mit Mozzarella ein, bis man nicht mehr weiß, was meine Haut ist und was der Mozzarella. Also das mache ich jetzt nicht. Vielleicht sollte ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht entgeht mir was, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, außer jetzt gerade. So. Ich lebe für Mozzarella. Wow, das ist aber erstaunlich... Erstaunlich gering gesteckte Ziele. So. Mein Freund ist hier mit Kräuterlingen. Ja, schon geil. Aber wisst ihr, was ich geil finde? Wie heißt denn dieser Käse? Burrata. Oh, Burrata finde ich geil. Geile Spaghetti machen. Ja, schön mit Hackfleischsoße und so. Und dann auch so ein Burrata obendrauf. Und den dann so aufschneiden, so flupp, so über Kreuz und dann ergießt sich das so rüber. Voll geil. Boah, Burrata ist mega geil. Oh, liebe ich einfach. Dann einmal durchmischen, dann schmilzt das da so rein. Voll geil. Junge. Der ist echt gut. Burrata ist meine Second Wife. Ja, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ist mir auch egal, ich will den essen. Ich will nicht darüber philosophieren, gib mir den zu essen. Voll gut. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Super cremig, ja, auf jeden Fall. So, ich könnte noch eine Tiefkühltruhe holen für mehr Hähnchen. Aus Spaß.
Sieht schon gut aus, ne? Oder ich lasse die erstmal. Super teuer. Wir kaufen ihn auch nicht oft, aber ab und zu machen wir das mal. Jetzt habe ich da Bock. Dank dir, Gronkh, habe ich Burrata probiert und so lecker. Ja, geil. Ja, geil. Oh, nice. So, ich glaube, wir können aufmachen. Halt, ich muss auch Rechnung bezahlen, ne? Was denn hier? Okay. Das war's hier aber, ne? Ja. Okay, Rechnung bezahlen. Haben wir schon gemacht? Nee, ne? Natürlich nicht. Wir haben nur noch 5000 Euro übrig. Das ist natürlich sehr wenig. Wir sollten noch eine Runde machen und dann kaufen wir eine Lizenz, oder? Denk an eine Wurzel. Ein Harzer Roller ist mega. Mein Vater hat ihn immer gegessen. Und dann lag der mal so offen im Kühlschrank, hat alles voll. Boah, Alter, war das widerlich. Boah, war das widerlich. Pah! Ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Harzer Roller gegessen und es wird auch nicht passieren. Das, da habe ich, ich habe ein Kindheitstrauma davon. Ich weiß, er soll voll lecker schmecken und Leute, die ihn essen, schwören drauf, aber bah. Bah. Weiß ich nicht. Käsechips aus denen soll ganz geil sein. Gibt's da Käsechips draus? Aber ich hoffe, die riechen nicht so. Der Geruch ist keine Freude, ich mag den sehr gerne. Ja, wie gesagt, die Leute, und hier. Harzer ist voll lecker, schmeckt besser als er duftet. Die Leute, die ihn essen, lieben den. Aber ich kann einfach nicht. Ich hab, wie gesagt, ich hab da so ein Kindheitsding einfach damit. Boah. Ich hab mich sogar schon an Blauschimmelkäse getraut. Ja, wenn man so eine Käseplatte bestellt und da ist Blauschimmelkäse dabei, hab ich auch schon gegessen und fand's gar nicht mal so kacke. So, bin jetzt kein Feinschmecker oder so, um Gottes Willen. Blauschimmel voll gut. Ja, aber ich habe mich zuerst fand ich's widerlich, dann habe ich's probiert. Das Trauma ich mit gekochten Eiern. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Blauschimmelkäse mit Marmelade. Okay, jetzt kommen die Perversen gleich wieder raus. Das gibt's doch nicht. Der Blauschimmelkäse muss einmal durch den Enddarm gewandert sein. Nur dann kann ich ihn essen. Kommt, ja, irgendwo ist immer so einer. Bim, 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 bim. Ist halt weird, dass du einfach echt ein Schimmel isst. Ist mir im Leben schon mal aus Versehen ein paar Mal passiert. Ob das mit Toast war oder sonst irgendwas, ist mir schon ein paar Mal im Leben passiert. Abwehrkräfte sagen, yeah. Nun. Ist Käse nicht sowieso Schimmel? Ist das so? Das will ich gar nicht wissen. Ist das nicht eher geronnen? Warte mal hier. Wie geronnen, so gewonnen. So, 38, 80. Schimmel ist überall, wir sehen ihn nur nicht. Schimmel ist auch wieder Salami drauf. Das stimmt. Das stimmt. Hm. Kindergärtner hat mich gezwungen, die zu essen. Bin heute 25, kann kein Ei essen. Boah, Alter, das ist aber auch übel. Oh, puh. Dann, oh. Kinder zu irgendwas zwingen, was sie sich reinwürgen müssen, was sie nicht wollen. Holy shit. Absolute Fehlbesetzung. Das tut mir wirklich, wirklich leid für dich, weil Ei eigentlich voll lecker ist. Uff, so geht's mir mit Bohnen. Uff. War das nicht in unserer Jugend gang und gäbe? Ja, aber man musste sich nichts reinzwingen, wo einem halt so übel von wird oder sowas. Wir mussten auch immer alles aufessen, was auf den Teller kommt. Da darf nichts übrig bleiben. Ja, weil wegen Nachkrieg offenbar noch oder so, keine Ahnung. Da ist, glaube ich, was hängen geblieben. Heute mache ich das auch nicht mehr. Wenn ich heute keine... Obwohl, oft esse ich trotzdem noch auf, auch wenn ich keinen Hunger mehr habe. Ich glaube, ein bisschen ist es drin. Aber manchmal lasse ich es einfach bleiben. Weil ich es kann. Ein Kilo Fleischsalat aufs Brötchen, der pure Horror, um Gottes Willen.
Es wird immer aufgegessen. Nee, die Zeiten sind vorbei. Nee. Kinder in Afrika war auch so ein Argument. Aber schon damals war meine Frage, die haben noch nichts davon, wenn ich das esse. Das hilft denen jetzt ja auch nicht. Ich habe das Argument einfach nie verstanden. Ist mir bis heute ein Rätsel, warum das jemand sagen sollte. Als Argument. So, warte. So. Gut. Wump. Ciao. La la la. Und 29. Warte. Was macht die werte Dame in Schwarz? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, leider. Ich musste gerade jemand rausjieten. So. 5,70. Leider verliert man durch das Aufessen müssen das eigene Hungergefühl. Das stimmt. Das stimmt. Man kann sich ja wieder antrainieren. So. Wunderbar. Ach so, 40 Cent. So. Fällt es mittlerweile auf, dass die Leute mehr werden, je nach Weite des Games? Ich glaube, es sind mehr geworden, aber es ist eher so marginal, ne? Ist jetzt keine Riesenänderung, sondern immer so ein bisschen schleichender Prozess gefühlt. 69, 1, 2, 3, 4, 69, so. 44 und 10. Wunderbar. So. Ha, 10 Cent. Die hat einfach alle Eier gekauft gerade. Junge, die Eier gehen aber gerade richtig gut weg. Die kaufen alle Eier. Da haben wir es wieder. Alle kaufen hier gerade alle Eier weg. So, 75. So. Hatte vor dem Patch immer so 40 bis 50 rum am Ende. Es müssen mehr werden, einfach immer mehr. So, wir brauchen mehr Kunden. Wir brauchen immer mehr Kunden. Nie weniger, es muss immer mehr werden. Deine Eier sind heiß begehrt. Oh ja, die gehen weg wie, wie nichts Gutes. So. Ich würde sagen, wie geschnitten Brot, aber der Zusammenhang gefällt mir nicht. 152,70, mein Lieblingskunde. Dankeschön! Endlich mal jemand, der wieder mehr kauft. 69,90. 60. Immer passiert das, der gleiche Fehler. So. So, 20 Cent. So, badadadam. 33, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So. Und 78, 10. So. So. Junge, Junge, heute sind es mehr Kunden als gestern, ne? Ich komme gar nicht dazu, den Chat zu lesen. So. Und schon wieder. Junge, Junge. Und die kaufen so geil viel, das gefällt mir voll gut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Ich durfte als Kind immer alles probieren, auch wenn es nur ein kleines Stück war, dann konnte ich auch sagen, dass ich etwas nicht mag. Ich fand's okay. Das ist super fair. Das ist super fair. Gibt's eigentlich ein Zeitlimit bei den Scans oder bist du nur so gut beim Scannen? Ich lasse meinen Zeigefinger vibrieren einfach. Der geht da drrrt einmal durch. Wann kommt ein neues Let's Play mit Tobi? Jetzt aktuell auf dem Channel, Enshrouded. Einschalten und genießen. Badam, badam, bam, bam. Ich glaube, ich bin durch, ne? Jo, das war's. Die alte Schnarchnase. Jetzt müssen wir halt auf den immer noch warten. Wir waren schneller, als er nicht da war. Was passiert, wenn ich Enter drücke? Ist sie morgen auch noch da?
kannst nur nörgeln. Aber, was soll das? Was soll das? Warum ist sie noch da? Warum ist die Frau noch da? Geh nach Hause, Frau. Geh nach Hause. Bezahl und geh nach Hause, Frau. Ah, für alleine kassieren haben wir zu viele Kunden inzwischen. Ich will nicht, dass ein Kunde sagt, die Kasse ist voll. Das darf nicht passieren. So, aber wir haben gut Cash gemacht, ne? Wir haben gut was... Neun Leuten war mal wieder alles zu teuer, na klar. Olivenöl und Macaroni. Olivenöl. Und Macaroni. Ah, ich mach 5,70. Und Macaroni. Hier. Die Elbows, ne? 5,71. Na gut. So, müssen wir warten, bis die fertig sind. Aber wir könnten theoretisch eine Lizenz kaufen. Ich glaube, wir können uns das jetzt leisten. Ich glaube, wir könnten uns das leisten. Wie kostet die Lizenz an sich eigentlich? Oh, die kostet ja auch schon 2.000. Aber wir haben noch 6.000 übrig ungefähr. Also wir könnten. Oh nein, was? Ich bin gestolpert. Oh no. So, jetzt wird's lustig. Was brauchen wir alles? Ich bestell's mir da zwei von allem, ne? Damit ich die Größen abschätzen kann. Grüner Tee müssen wir auch langsam mal gucken. Wir haben den nicht auf Lager. Grüner Tee war mir zu teuer zum Lagern. Wo ist er eigentlich hin? Wo ist denn der? Haben wir überhaupt noch grünen Tee? Haben wir gar keinen grünen Tee mehr? Okay, ich fange mit grünem Tee an, ja? Grüner Tee. Ich kaufe mal zwei. Boah, der ist richtig teuer. Moussaka ist ja noch teurer. Jakobs Muschelgratin. Steak. Alter, das ist alles teuer. Fuck my life. Richtig teure Lizenz. Was ist das? Nitrix, danke schön, Nitrix, vielen Dank. Danke dir. Ganz lieben Dank. Warte. Steak. Wo kommt denn das Steak hin eigentlich? Okay, wir brauchen noch 1, 2, 3 mal Steak, okay. Norway. Ist das Schlemmerlachs? Ich habe vergessen, was wir alles bestellt haben. Grüner Tee, den grünen Tee haben wir ja auch noch irgendwie. Hier, grüner Tee. Wo war denn der grüne Tee? Ich sehe den halt nirgends mehr, ne? Oh. Okay, wir haben noch grünen Tee. Nicht mehr so viel. Okay. Dann, wo ist ein anderer grüner Tee? Ich glaube, die Playlist ist alle. Ich muss gleich wieder umschalten. Aber erstmal kurz grünen Tee. Wir müssen wirklich ganz dringend umräumen hier später. So. Was haben wir noch? Gratin. Oh, nochmal Steak. Okay, warte. Das nehme ich nochmal mit, das Steak. Das kommt dann hier rein. Vom Steak. Ich frage mich halt... Okay, das sind aber eine Menge Steaks, ne? Wir bräuchten eigentlich noch 1, 2, 3 Steaks. 6, 9 Steaks bräuchten wir noch. Wir bräuchten noch 9 Packungen Steaks, um das voll zu kriegen.
Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu viel Geld. Oh, hier machen wir hier. Norway. Norway mache ich mal hier rein, ne? Der gute Lachs. Oder was immer das ist. Keine Ahnung. Das passt gut hier rein. So. Norway. No way for you. So. Eine Reihe Steaks reicht doch. Ja, aber die müssen ja auch auffüllen, ne? So. Ich bin ehrlich, wahrscheinlich wird es reichen, wenn ich jetzt hier noch, je nachdem was besser verkauft, wenn ich jetzt hier aber den Lachs runter mache oder so, würde auch gehen. So. Dann den hier da rein. Pripyat. Was? Oh, lecker. Ein gutes Pripyat-Gratiné. Mm. Hat, macht das auch komische Geräusche? Okay. Warte mal, ich mach Musik wieder an. Warte. So, hier, zum dritten Mal heute. Davon brauche ich nicht ganz so viele. Norway sagt letztens, wäre eins seiner größten Ziele, mal was mit dir zusammen zu machen. Also ich sag's, okay, das ist super lieb. Wir haben uns auch mal kennengelernt, ne? Sehr, 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 sehr netter Typ einfach. Und es war sehr lustig, auf der TwitchCon. Aber ich kann kein Leak. Ich, bin einfach, nun. Was heißt Pripyat? Pripyat ist der Ort von Tschernobyl. Von dem Kernkraftwerkunglück. Du kennst vielleicht die Serie. Ich habe währenddessen vor dem Fernseher gesessen. Dafür kann er das andere nicht. Doch. Doch, schon. Klar. So, okay. Davon haben wir. Wir bräuchten noch jeweils 2 Kartons davon. Davon bräuchten wir noch jeweils 2 Kartons. Das war Moussaka und Jakobsmuscheln, ne? Okay, ist alles sehr teuer. Dann Sushi groß, 2. Oh, 2. Sushi klein, 2. 497 für 2 Kartons. Boah, das kloppt rein. Und hier 600 für 2 Kartons. Holy shit. Ist Kalbskotelett mit drin? Ja. So. Okay, warte, Moussaka schmeiß ich mal ganz kurz eben. Okay, warte, lass mal kurz gucken. Schmeiß ich hier hin einfach. Warte. Preise einstellen können wir immer noch. Ja, das stimmt schon. Warte mal, war das jetzt. Das war diese Lasagne, ne? Jetzt kommt das Zeug da rein. Okay. Oh, hey, da wären wir wieder. Mm. Das ist die Musik in unserem Supermarkt. Gediegen speisen. So. Florian Markus, reichst du mir eben kurz das Salz herüber? Was ist denn das hier nochmal? Oh, das ist Sushi, ne? Okay, ich muss ganz kurz mal gucken. Ist das auch Sushi? Ich glaube, ja. Es sieht irgendwie komisch dunkel aus, aber ich glaube, es ist das große Sushi, ne? Sushi. Das ist das Lammkotelett. Oh, shit. Oh, das können wir aber hier reinballern, ne? Machen wir schon mal so. Scheint mir ein smarter Move zu sein. Dann haben wir da unten noch was frei. Können wir 2er Dingens machen. Ja, so ein smarter Move von uns. Wow, ist mir smart. Prima. So. Moment. Hm. Köstlich. Hm, welch eine Köstlichkeit. Und jetzt noch Sushi. Hoffentlich reicht das alles da. Das ist das große Sushi. Okay. Große Sushi. Ciao, große Sushi. Noch eine große Sushi. Kriegen wir alles hin. So.
Ciao Sushi. Kleines Sushi, ist gar nicht so klein. Nee, das ist das große. Oh. Von dem Kleinen? Die Kleinen kommen im großen Kartons. Okay, verstehe. Nein. So. Naja, gut. Naja, gut. Ah, herzlich willkommen bei diesem erlesenen Let's Play. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich hoffe doch, fantastisch. Gut, heute verdingen wir uns, ja, in unserem Alltag als gewöhnlicher Produktverkäufer. Man will ja auch schauen, wie die kleinen Bürger sich so machen, nicht wahr? Gut. Mich deucht, wir könnten diesen Kühlschrank herüberschieben. Husch, husch, trage er. Nun trage er, husch, husch. Hopp, hopp. Motiviert in die Arbeit, liebe Mittelschicht. Man muss mit diesen Hunden schon reden, wie sie es verdient haben, nicht wahr? Los jetzt! Gefeuert. Könnten Sie vielleicht ein bisschen tragen? Ich bin körperliche Arbeit nicht so gewohnt. Hallo! Hallo, gewöhnliche Bürger dieser Stadt! Hallo! Nein, ihr seid keine gewöhnlichen Bürger dieser Stadt. Ihr seid Klonmenschen. Ach, na ja. Naja, dann werde ich erstmal die Preise eintragen, denn das habe ich auf meiner BWL-Schule gelernt. 10% das Konto, ja, machen wir so, ja. Wir machen heute einen kleinen Einführungspreis. So, also das ist wirklich sehr günstig. Oh, hier müssen wir auch noch, ne? Heilige Scheiße. So. Das sind günstige Preise. Ja, 4, mache ich 4, 10. Ach, komm, weil ihr seid. Hey, so, warte. 14. Ist ein bisschen teurer, ist aber auch direkt Import aus Pripyat, ne? Das gute Kusch. 20,99. Mach ich so. 21,20 und hier, Alter, sind das Preise. 49, also sagen wir mal 70. Schon günstig, ja? Ist alles schon sehr, sehr herabgesetzt hier. Wow, was für Schnapperpreise. Gut. Das war's. Das war's, ne? Würde den Käse gerne noch rausräumen und zum Käse räumen, die Butter da wegräumen. Dann würde ich hier gerne noch das Getränk hinmachen, das Grüne irgendwie, aber okay. Wir brauchen aber noch fürs Lager. Wir brauchen eigentlich noch 6 Steak-Dinger fürs Lager, aber das ist zu teuer, oder? Ich würde, glaube ich, beim Sushi erstmal anfangen. Sushi klein hat die großen Kartons. Davon brauchen wir noch 2. Davon bräuchten wir theoretisch 6. Okay. Warte mal. Moussaka und Jakobsmuscheln hatte große Kartons. Ah, die haben wir schon eingeräumt. Die haben wir ja schon. Grüner Tee vielleicht noch. Oh, shit. Ich habe gar nicht aufgeladen, ne? Oh. Zweimal Tokipik. Ich hab noch gar nicht. Vielleicht kaufe ich erstmal. Nein! Vielleicht kaufe ich erstmal. Ja, vielleicht sollten wir erstmal. Das, habe ich. In meiner Euphorie habe ich das. Okay, die Sushis. Lass ich erstmal in der Sonne stehen. So. Warme Sushi ist auch mal so ein bisschen Experience, ne? Also warme Sushi ist so ein bisschen, du weißt halt nicht, was du bekommst. Oh, ich glaube, davon hätte ich auch nur 2 Kartons kaufen müssen. Naja. Die große Sushi. Nein. Große Sushi da rein. Große Sushi da rein. Und dann gucken wir. Ah, ja. 8. Aber reichen die? 16. Weißt du was? Ich hau mal testweise da oben das Regal nochmal voll. Scheint mir irgendwie wenig zu sein, ne? Wir schauen gleich mal. So. Plomp. Können wir die Eier endlich wegräumen? Nein. Okay, gut.
Sushis eingeräumt, 3 Süßis. Heilige Scheiße, sind die weggegangen. 3 Süßis, 2 Ja-Ja. 3 Süßis, 2 Ja-Ja. Und Hähnchen vor allen Dingen. Wie viele Hähnchen? Alle 4. Hähnchen ist einfach unfassbar. Das verkauft sich so gut. So, 4 Hähnchen. Einmal Pommes, einmal Kartoffeln. Einmal Pommes, einmal Kartoffeln. Einmal Pommes. Oh, ist schon vorbei. Kaufen, dann können wir direkt noch einmal Kartoffeln reinballern. So, haben wir auch direkt drin. Hähnchen ist wirklich unfassbar, wie gut das geht. So. Dann hier Hähnchen. Ja. Hähnchen und Gretel verliefen sich im Wald. Ja. So. Und Gretel warf immer Körner weg und Hähnchen hat die aufgepickt. Die dumme Sau. So, Pommes. Dann Süßis. War hier. Fehlt auch schon was, okay. Süßis, hier. Und nochmal Süßis. Sollen wir was zunehmen, ne? Nee. Falsche Reihe. So, dann machen wir noch einmal. Einmal Shampoo. Pah, zweimal Handseife. Klar, wenn sich Hähnchen gut verkauft, brauchen die auch viel Seife. Liegt auf der Hand, im wahrsten Sinne. 2 Basmati und 3 Dingens. 2 Basmati und 3 von Macaroni. So, 3 Macaroni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klopapier. Klopapier ging auch super gut. Okay, erstmal ein Klopapier. So. Heilige. Heilige Scheiße. So, Klopapier. Die habe ich gestern komplett geplündert einfach, ne? Ich meine, ist aber auch gut. Ist doch auch gut. So, hier. Okay. Weird. Hat er es wieder zurückgebracht, oder was? Dann hier. Oh, wir hätten 2 davon holen sollen. Das waren diese Kleinpackungen. Oh, shit. Dann Kartoffeln, Kartoffeln. So, Handseife. Ding, bididim. So, und nochmal Handseife. Okay, 2-mal Shampoo noch. Let's go. Shampoo. Shampoo. Shambulaya. Shambulaya. Oh, Junge, Junge, Junge. Verkaufen Sie auch Käsebrot? Wir verkaufen nur Nudelbrot. Aber das ist dafür sehr köstlich. Sollten Sie probieren. Nudelbrot beste. 3-mal Kaffee, warte mal. So. Ich habe richtig Bock auf ein geiles Nudelbrot. Nudelbrot ist aber das beste Brot. Oh, Brownie, danke für den Raid. Dankeschön. Habe ich eben gerade noch gar nicht gesehen. Dankeschön, lieber Brownie. Na gut, dann gibt es für Sie auch Käsebrot. Warte mal, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5-mal Klopapier. Heilige Scheiße. Die haben uns richtig leer gemacht gestern, ne? Was meinst du, wie das wird, wenn wir unsere alten Sushis verkaufen? Die werden noch viel mehr Klopapier brauchen. Oh, shit, wir haben nicht mehr so viel Geld. Oh, oh. Oh oh. Teletubby, winke, winke. Haben wir genug Produkte für alles? Brownie braucht was zu essen. Das Klopapier ist für Melodia reserviert. Da ist leider schon Dips drauf. Ich kann dir alles andere anbieten. Warte, hier. Auf einmal waren die 6K weg. Ja, wir haben halt investiert, ne? Die Produktpalette einfach erweitert ohne Ende. Warte, hier nochmal. Da. So. Uah.
Okay. Was brauchen wir? Wir haben jetzt noch für $600 übrig. Brauchen wir noch irgendwas ganz dringend? Saft und ein weißes Wasser. Ayran, okay. Scheiße. Saft jeweils ein. Und Wasser mit dem weißen Label ein. Ein normaler Milchkarton. Normaler Milchkarton. Karton, Karton, Karton. Okay. Brauchen wir hier noch irgendwas von den Sachen? Bestimmt, ne? Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Von denen habe ich noch nichts geholt, weil ich dachte, die reichen hier drin vielleicht. Hähnchen haben wir. Grüner Tee. Oh oh. Let's go. So. Okay, Oranjesaft. Ich hoffe, dann haben wir auch alles. Dann sind wir ja... $60 haben wir noch. Naja. Naja, $60 sind auch Geld, ne? Rechnung können wir morgen zahlen. Haben wir die heute gezahlt? Ich weiß gar nicht, wo die gezahlt haben. Können wir notfalls auch morgen zahlen, dann haben wir wieder Geld. So. Grüner Tee. Wenn ich ihn einräume, kommen die gleich wieder und räumen den weg, ne? Mach ich mal da oben rein. Jetzt kommt ja gleich wieder der Kasper hier rein. Ja, wusste ich's doch. So, grüner Tee. Wupp. Und nochmal grüner Tee. Haben wir dann auch bald. Okay. Milch. Milch. So, okay. Und hier haben wir noch... Das war übrig und das war übrig. Okay. Ich glaube, soweit sind wir durch, ne? Wir haben immer noch Platz im Lager. Ist ein Traum. Noch. Noch. So, grüner Tee. Noch nicht ganz voll. Lass uns... Haben wir alle Preise eingestellt? Preis, 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 Preis. Preis. Preis auch da, Preis. Überall Preis. Von den dreien hier brauchen wir noch Lagerbestände. Ich hoffe, das geht auch erstmal so. Let's go. Heute wird ein aufregender Tag. Dem, da, 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 dem. Ba, da, 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 dem. Chom. Wir haben gerade Kunden. Wir haben jetzt auch Sushi. Das war der falsche Knopf. Was ist der richtige Knopf? Oh, Moment, ein Kunde. Kein Sushi dabei, nichts von den neuen Sachen. Die Menschen fürchten, was sie nicht kennen. So. Bim, bam, bum. Meine Damen und Herren, eine Produktinformation. In der Frischeabteilung erwartet Sie ab sofort der originalgetreue lokale Stremellachs. Ja, zu einem Vorzugspreis, heute preisreduziert um 10% und mehr in der Packung. Beachten Sie auch unsere Angebote in der Wurstabteilung. Die Wurst mit Gesicht, ab sofort die freundliche Bärchenwurst für nur 2,99 Euro. Bim, bam, bum. Abgelaufen ist egal. Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine Lüge der Regierung. So, warte. So, was darf sein? 100 Euro da? So.
Dankeschön, tschüss. Bäm, 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 bäm. Es kauft keiner Lachs, es kauft keiner Sushi. Ich habe die Preise extra günstig geschaltet. Oh, warte, warte. Doch, da hinten, da ist jemand am Fleischregal. Oha, oha. Jetzt geht's los, jetzt machen wir Millionen. Jetzt, hier. Oh, holy, oh. 8710, ja, sicher. Oh, sieh mal hier, der feine Herr. Da hat jemand Geschmack. Natürlich, da gebe ich gerne raus. So, war gelogen, ich gebe nie gerne raus. Wechselgeld ist, hat der Satan geschickt. So. 10 Cent, ganz ehrlich, was soll das? Ich fühle mich verarscht. Bip, bip, bim, 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 bim. Da wieder George Ryan. Ryan George? Ryan George, so rum. So. Dillin, dim, dim. $839. Heute? Ah, okay, wir gucken mal. Ich mache noch keine Prognosen. Am Anfang läuft immer ein bisschen schleppend. 176,80, ein Träumchen. Wunderbar. Ja, so lobe ich mir das. Alle kaufen Hähnchen. 158,70, natürlich. Wiedersehen. Da war wieder jemand, der Joghurt zu teuer. Was? Warum der Joghurt denn immer? Oh, Cola Soda auch. Die sagen aber nicht, das ist zu teuer. Die sagen, das ist nur für sie zu teuer. Kann ja alles heißen. So, 39, 104 und dann 20. Oh, Entschuldigung. Ba da 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 dam. Die Butter ist auch zu teuer, ganz ehrlich, was soll ich noch sagen? Was soll ich noch sagen? Guck dir diesen durchgelatschten Sofaanzug mal an. Da fällt doch keiner drauf rein. So, 145,90, na klar. So. 14,30, so. Prima. Und das war's. Danke, ciao. Ist das Fleisch oben schon leer? Nein. Es ist nur sehr flach. Pass auf, ich zeig's mal. Gucke. Und aus der Entfernung sieht's so aus, als wäre es leer. Ist aber nur sehr flach. Und das ist der Lachs, nicht das Fleisch. Aber ich glaube, das meinst du auch. La 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 la. So. Das Fleisch ist eine Scheibe. Wir machen. Die Sachen verkaufen sich, aber andere nicht. Habe immer das Gefühl, Dankeschön. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie die Leute. Es ist komisch, wir bieten mehr Produkte an, die Leute kaufen aber gar nicht mehr. Die haben nicht durch Wunderheilung, durch wundersame Weise mehr Geld auf einmal. Das ist ja komisch. Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, es ist wie bei jedem normalen Laden, bei jedem normalen Game. Je mehr man anbietet, desto mehr Kunden kommen oder desto mehr kaufen die automatisch. Leider nein. Verkauf den Healy. Wir sollten den Schmiedi. Den Schmiedi natürlich. Wir sollten den Schmiedi verkaufen. Das ist eine gute Idee. Da zahle ich gerne den Einkaufspreis. So, hier. Das ist nochmal ein guter Einkauf hier. Vielen Dank. 141,80. Was für ein Schnäppchen auch. Die Dame nur Wasser, Mozzarella und grünen Tee. Da scheint jemand sehr gesund zu leben. Wiedersehen. Und hier geil, drei ganze Hähnchen.
Die übt eine Geburt zu Hause. Was? So, jedenfalls. Das hier auch noch. 80, 60, Dankeschön, ciao. So, sehr viel Handseife. Sehe ich aber bei den Griffeln. Die sind schon ein bisschen widerlich. Puh. Okay. Vorlassen bitte. Der Mann sieht wichtiger aus als sie. So, 68, 30. Oh. Er hat höhere Social Points. So. 60 Cent zurück. Na gut. Und er kommt wieder nicht hinterher da hinten. Oh, der Kollege, ne? Oh Gott. Ich fühle, wie ich älter werde, während ich ihn zuschaue. Ja, kommen Sie bitte ran. Natürlich, 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 natürlich. Wie viel darf es sein? 60, 50. So. Dankeschön, tschüss. Ja, eigentlich müsste, es müsste noch ein Update kommen, dass Leute, wenn die Kasse hier frei ist, hier rüber wechseln. Zumindest der hinterste, bis die ungefähr gleich lang sind oder so. Das wäre super sinnvoll. Da fehlt ein Update oder eine Mod, keine Ahnung. So, ich glaube, das war's. Oh Gott. Beeil dich, ich will Feierabend machen. Beeil dich, ich will Feierabend machen. Beeil dich, ich will Feierabend machen. Beeil dich, ich will Feierabend machen.